Real Madrid will offenbar im Winter versuchen, Harry Kane von Tottenham Hotspur loszueisen. Das berichtet Mundo Deportivo. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro. Außerdem soll Real darauf hoffen, dass die Spurs nicht die Champions League K.O.-Phase erreichen, um den 25-Jährigen erst recht zu einem Transfer zu bewegen. Ab dieser Saison sind Profis in der Königsklasse für mehr als einen Clubspiel berechtigt. James Rodriguez ist angeblich unzufrieden mit seiner Rolle beim FC Bayern unter Niko Kovac und soll sogar deswegen in der Kabine gewütet haben. Wir sind hier nicht in Frankfurt, wird der Kolumbianer in Anspielung auf Kovacs vorherige Station von der Bild zitiert. Weiter heißt es, dass James, der nach Ende seiner Leihe im Sommer 2019 per Kaufoption fest verpflichtet werden kann, Kovac über seinen Wechselwunsch informieren wolle. Eine Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic zum AC Mailand wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Man könne nicht leugnen, dass es einen großen Gedanken gegeben habe, ihn zurückzuholen, erklärte Milans Sportdirektor Leonardo. Derzeit bestehe für Milan aber keine Möglichkeit. Der Corriere della Sera hatte zuletzt berichtet, die Rossoneri seien an einer spektakulären Rückholaktion des Superstars dran. In 6 Einsätzen in Premier und Champions League ist Alexis Sanchez bislang noch kein Treffer für Manchester United gelungen. Laut Daily Star wollen die Bosse den Stürmer schon im Januar von der Gehaltsliste streichen. Der 29-Jährige gehört zu den Topverdienern im Kader. Monatlich kassiert er 2 Millionen Euro. Der Abschied soll offenbar schon konkrete Züge annehmen.